Emotionale Einsätze der Polizei. Macht alles wie zu wünschen. Eine überforderte Mutter mit Alkoholproblem. Das ist doch der mit der Jacke. Lass mich mal in Ruhe. Auf Grundlage echter Polizeifälle. Auf Streife. Hört? Ja, 4022, ihr fahrt mal zum Komahof 1. Wiederhole, zum Komahof 1, im dortigen Supermarkt, ein Ladendienst. Ein scheinbar alltäglicher Einsatz für die Polizeibeamten Nadine Groß und Heiner Deutz. Guten Morgen. Morgen. Ist das unser Ladendetektiv? Ja. Peter Klaassen. Rita, morgen. Deutsch, morgen. Hallo, ja. Und du bist? Ja, wenn wir das mal wüssten. Ja. Also, sagt ja schon ganz Zeit nichts, ne? Okay. So, da sind die Sachen, die wir schon mal sichergestellt haben. Ja. Was sie geklaut hat. Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht. Entschuldigung, ich bin total genervt. Ich versuche die ganze Zeit aus diesem Mädchen was rauszukriegen. Die macht den Mund nicht auf. Die Kasse ist voll. Die Kollegin ist krank. Also so langsam reicht es. Mhm. Zeig mal bitte deine Tasche. Und die haben sie beobachtet. Ja, ich habe sie beobachtet, wie sie hier alles in der Tasche eingesteckt hat. Mal, komm. Okay, Ausweis hast du nicht. Ich habe sie das gesagt, versucht. Schon. Sie hat mir die Nummer gegeben. Entschuldigung, sie hat mir die Nummer gegeben. Da geht keiner dran. Hm? Ich denke mal, wenn wir das Jugendamt anrufen, die werden dich kennen, ne? Nein, nein. Dann brauchen wir ja nur mal fragen, wie du heißt. Die werden dich wahrscheinlich schon öfter gesehen haben, oder? Sie können ja zu mir nach Hause fahren. Die ist uns hier eh schon öfter aufgefallen. Also es ist nicht das erste Mal. Ich habe schon immer vermutet, aber dass sie hier war klar. Warten Sie mal bitte einen Moment. Jetzt spricht sie ja gerade. Wenn Sie jetzt dazwischen sprechen, verstehe ich Sie so schlecht. Wo wohnst du denn? Freierstraße 28. Okay, und wie heißt du? Jana. Aber es ist eh keiner wie? Zu Hause. Jana. Jana. Von dem schüchternen Mädchen bekommen die Polizisten so gut wie keine Informationen. Der 14-Jährigen ist der Ladendiebstahl offensichtlich sehr unangenehm. Wir fahren jetzt zu dem Mädchen nach Hause und dann gucken wir uns mal die ganze soziale Situation an, sprechen wir mit der Mutter und dann entscheiden wir, was wir weitermachen. Weil davon ist halt abhängig von der Gesamtsituation, was wir tun. Aha. Ist aber keiner da. Da ist keiner. Meine Mutter ist nicht da. Und die kleinen Kinder sind allein zu Hause, oder was? Ja, nur ganz kurz. Guten Tag. So nicht, mein Freundchen. Oh. Oh Gott. Was ist denn hier los? Ich bin aufgewacht. Wer bist du denn? Hallo. Hä? Sind das deine Geschwister? Jana? Er ist gerade aufgewacht. Komm mal her. Er ist gerade aufgewacht. Ganz ruhig. Ist das dein Bruder? Wo ist denn, deine Mutter? Sie arbeitet? Hä? Ich weiß es nicht, wo die ist. Hä? Vielleicht einkaufen, ich habe keine Ahnung. Also es ist kein Regelfall, aber es kommt durchaus mal vor, dass wir solche Wohnungen sehen. Und da ist natürlich reger Handlungsbedarf nötig, dass man da so schnell wie möglich eingreift. Wie alt ist er denn? Acht. Wie alt bist du? 8. Willst du mich auf den Arm nehmen? Der ist höchstens 6. Nein, der ist 8. Ich bin 8. Wann bist du denn geboren? 2003. Und wie heißt du? Lenny. Und wie alt ist er? 1 Jahr. 1 Jahr. Hm. So, wo ist deine Mutter? Weiß ich auch nicht. Mhm. Hat sie mir nicht gesagt. Können wir tauschen? Ich rufe jetzt mal ein Jugendamt an. Nein. Die soll mal sofort hierher kommen. Nicht das Jugendamt. Doch, genau, das Jugendamt. Ja, na, das geht doch so nicht. Ja, meine Mutter ist gegenüber. Ihr könnt ja nicht hier so leben. Die ist eine Kleinigkeit essen. Die ist gegenüber? Ja. Ja, das Jugendamt brauchen wir trotzdem hier. Davon mal abgesehen. Setz dich ruhig auf die Couch. Ich kann ja erstmal mit meiner Mutter reden. Auch das werden wir tun, mit Sicherheit. Ja, dann können sie ja rübergehen. Die 14-jährige Jana will unter allen Umständen vermeiden, dass Heiner Deutz das zuständige Jugendamt informiert. Doch in Anbetracht der verheerenden Wohnsituation bleibt dem 49-jährigen Polizeihauptkommissar keine andere Wahl. Wenn man weiß, dass da 3 Kinder groß werden müssen, man versucht ja irgendwie doch zu helfen und
Klar sind meine Handlungsmöglichkeiten auch eingeschränkt, aber ich versuche trotz alledem alles Mögliche zu machen, dass man die Kinder da entweder so schnell wie möglich rausholt oder zusammen mit dem Jugendamt bessere Zustände schafft. Was ist denn mit dem Schwarzen? Hör mal hier, die schwarze Jacke. Zieh die mir einfach rüber. Guck mal her. So. Warte mal. Zieh mal an, die ist ja ein bisschen groß, aber du wächst ja noch. Also die Wohnung machte einen völlig chaotischen Eindruck auf mich. Und vor allen Dingen tat mir das kleine Kind leid. Der hat da rumgeschrien, der Junge, und war völlig verzweifelt. Und deshalb habe ich den auch erstmal getröstet. Gemeinsam mit den drei Kindern machen sich Nadine Groß und Heiner Deutz auf den Weg zur gegenüberliegenden Kneipe, in der sie die Mutter der zurückgelassenen Kinder vermuten. Zeig mir mal, wo deine Mutter ist. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Sind Sie die Mutter von den Kindern? Ja, warum? Ja, sollen wir das mal bei Ihnen klären und nicht hier in der Kneipe? Moment. Was ist denn los hier überhaupt? Und ja, ich hab jetzt abgelegt. Darf ich Sie mal kurz was fragen? Ja. Vielleicht hat eine junge Dame schon getrunken heute Morgen. Schon einiges. Wollen Sie dann Ihren Kleinen einiges, auch nehmen? Ja, schon einiges. Einiges. Einige Gläser klaren Schnaps und dann auch einiges an Bier. Aha. Können Sie das ungefähr in Zahlen festmachen? 5, 10? Ja, mehr wie 10 auf jeden Fall. Von beiden? Von beiden. Wir sind dann in die Kneipe mit den Kindern. Die Mutter war tatsächlich in der Kneipe und war offensichtlich schon sehr stark alkoholisiert. Wissen Sie, dass die Kinder hat, die Frau? Ja, sicher. Die hat 5 Stück. Die hat 5? 5. Wo sind die anderen 3? Die sind, so ich das weiß, sind die irgendwann vom Jugendamt eingezogen worden. Mhm. Jetzt mal allen Ernstes. Sie geben der Frau 10 Schnäpse und wissen, dass da drüben 3 Kinder alleine sind? Naja, die macht das ja fast jeden Tag. Da möchte ich vor der Kamera lieber keinen Kommentar abgeben. Um die Sachlage in Ruhe klären zu können, begleiten die Polizisten die Mutter zusammen mit ihren 3 Kindern zurück in die Wohnung. So, als erstes machen Sie jetzt mal einen Alkotest mit uns hier. Pusten Sie mal da rein, bis ich Stopp sag. Hier, Jana, magst du mal dein kleines Brüderchen nehmen? Stopp, stopp. 2 Schnäpse haben Sie getrunken, ja? Und ein Kölscher. Wie groß war das? Ein Eimer oder was? Nee, wieso? So schlimm? Ja, schlimmer. Nee. Ich hab wirklich nur das eine Kölscher in 2 Korn. Jetzt passen Sie mal auf, wenn Sie mich auch mal anlügen, ja? Das steht mir bis hier. Wir kommen hier rein, der Kleine ist am Heulen. Ich habe gerade mit dem Wirt gesprochen, Sie haben mindestens 10 Schnäpse gesoffen und 10 Kölsch. Und wenn Sie mir das jetzt erzählen und hier... Das kann doch nicht sein, Mensch. Das kann nicht sein? Nee. Dann hab ich schon völlig ausgeblendet, oder wie? Nee, nicht wirklich. Wer ist denn der Vater von den Kindern? Haben die einen Vater oder verschiedene? Verschiedene. Und die kümmern sich auch nicht darum, oder was? Ja, ich fand ja nichts, sonst wären sie ja da, oder? Jetzt werden sie nicht frech. Ja, ist doch so. Ja, ihre Tochter Jana haben wir beim Klau erwischt. Wie warst du denn? Ja, du warst ja die hat da, geklaut für den Kleinen, damit er zu essen hat. Ja, sie kümmern sich ja nicht darum. Oh, Leute, was ist hier eigentlich überhaupt los, ey? Das hätten Sie sich vielleicht mal früher fragen sollen. Scheiße, du. Steffi, kannst du mal bei der Leitstelle nachfragen, wann das Jugendamt hier auftaucht? Ja. Also wenn das Jugendamt jetzt nicht sofort rauskommen könnte, würden wir die Kinder sofort mitnehmen und erstmal mit zur Polizeiwache nehmen. Und, aber weitergehend ist natürlich das Jugendamt für die Kinder zuständig. Da haben wir keine Handlungsmöglichkeiten. Wie gesagt, Jugendamt ist dafür zuständig und wir machen nur den ersten Angriff. Was meinst du eigentlich wieder für den Kleinen ist? Der ist 1 Jahr alt. Wir kommen hier rein, der heult. Weil keiner da ist, der sich um den kümmert. Ich bin doch alleine. Wie soll ich denn mit 3 Kindern frech kommen? Ja, mit dem Saufen aufhören? Ja, das ist jetzt so leicht. Ja, dann machen Sie eine Therapie. Hab ich doch versucht. Und? Mensch. Klappt alles nicht so, wie ich das will. Aha. Ja, aber Sie haben 3 Kinder, für die es sich lohnen würde. Ja, ich will ja auch nicht getrennt werden. Ach, scheiße.
Ja, da müssen Sie sich aber echt überlegen, ob Sie saufen oder auf die Kinder aufpassen. Diana kann das nicht alleine. Ja, guten Tag. Sind Sie vom Jugendamt? Ja, ich bin Marion Bergmann. Ja, schön, Frau Bergmann. Haben Sie mich informiert oder der Kollege? Wir haben Sie rufen lassen, ja, genau. Ja. Guten Tag. Frau Bergmann, bitte, hallo. Nicht trennen. Wir schaffen das schon, ich sauge, ich putze, ich mach alles. Macht euch keine Sorgen. Gerber, wie immer. Lenny. Frau Gerber, hallo. Macht euch keine Sorgen. Ist alles gut? Was ist passiert? Können Sie mir doch mal sagen, was jetzt... Jetzt würde ich gerne mal wissen, was wissen Sie denn so über die Familie, über den Stand der Dinge hier? Also ich bin schon seit mehreren Jahren mit dem Fall der Familie Gerber betraut. Mhm. Und die Frau Gerber, die hat eigentlich 5 Kinder. Mhm. Und 2 der Kinder sind schon seit einigen Jahren in Pflegefamilien. Das sind 2 Mädchen. Warum? Diana ist die älteste der Mädchen. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass die Situation so ist, dass die Frau Gerber etwas getrunken hat. Frau Gerber, ne? Ich weiß es doch selber. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Frau Bergmann, bitte. Eine letzte Chance. Ich putze hier, ich koche jeden Abend. Mittags bin ich in der Schule. Ich glaube, Diana, das funktioniert so. Diana, du musst auch in die Schule gehen. Ja, abends bin ich doch hier. Genau, wie lange warst du nicht in der Schule? Ich war nur 2 Tage nicht. Also, Frau Bergmann, folgendes. Wir haben einen Einsatz bekommen. Jana hat den Supermarkt geklaut. Mhm. Und jetzt wird uns auch klar, was sie... Ja, sie hat Babynahrung geklaut. Mhm. Für den Kleinen, damit er was zu essen hat. Mhm. Und sie sitzt drüben in der Kneipe, hat mindestens 10 Schnaps gesoffen und 10 Bier. Mindestens. Ja, und der Zustand der Wohnung spricht auch für sich. Und wir haben... Mhm. Super, 12:30. Frau Gerber, also ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde eine Familienhilfe organisieren, die wird Ihnen hier helfen, etwas Geregeltes hier reinzubringen. Da wäre ich sehr dankbar für, weil alleine kriege ich das nicht auf die Kette. Und Diana und den Lenny, die möchte ich jetzt in ihrer gewohnten Umgebung lassen, aber Sie müssen mir versprechen, Frau Gerber, dass die Kinder in die Schule gehen. Ja, ich versuche alles für meine Kinder, ich liebe doch meine Kinder. Ja, was ist mit dem Kleinen, ne? Den Kleinen werde ich dafür sorgen, dass er in eine Pflegefamilie kommt. Nein, und ich das, auch noch eher. Frau Gerber, das ist im Moment für alle Beteiligten das Beste. Nicht auch noch der kleine Nico, der wird sich schon gar nicht mehr an mich erinnern. Um den einjährigen Nico zu schützen, bleibt der Jugendamtmitarbeiterin keine andere Wahl. Sie muss Claudia Gerber nun auch das 3. von insgesamt 5 Kindern entziehen. Im Moment überlegt man erstmal, wie man den Kindern am besten helfen kann. Und das war dann eben, das Jugendamt zu informieren, damit das Jugendamt weitere Hilfe bietet und die Frau und die Familie unterstützt. Wissen Sie, wenn Sie das tun, ne? Wenn Sie trinken gehen und sich fallen lassen und hängen lassen, ist das eine Sache. Aber nicht, wenn die Kinder darunter leiden. Und wenn Ihre das Tochter. Das ist verantwortungslos, das Ihre ich Tochter, ja hören Sie mir bitte zu, Ihre Tochter kriegt jetzt eine Strafanzeige. Ja, wegen Diebstahl. Und warum aber macht sie, ihr ist noch, sie ist doch noch gar nicht strafmündig. Sie ist doch 14, oder? Ja, ist auch strafmündig. Im Nachgang ist mir natürlich klar, was die Jana da geklaut hat. Der Kleine hatte Hunger und Jana hat sich dann tatsächlich liebevoll versucht, um ihn zu kümmern. Wir werden jetzt einen Bericht dazu schreiben, ganz ausführlich. Mhm. Also ich habe die Situation vorher beobachtet, aber ich glaube, das wäre mal vielleicht schon einen Tacken eher angezeigt gewesen. Ja. Also daher kann ich das schon nicht fragen. Jana, weißt du, wo die Sachen verbucht sind, dass wir anziehen können? Ich finde die Sachen nicht, Frau Bergmann. Keine Ahnung, was los ist jetzt. Ja, wird der Robert in der Pflegefamilie da sein, oder? Auch das ja, nur der Kleine braucht irgendwie nicht draußen, ne? Ja, hier. Ja, hier ist Ihre So, Ihnen würde ich vorschlagen, Sie legen sich jetzt erstmal hin und schlafen Ihren Rausch aus. Ja, wär gut. Bitte? Wär gut. Ja. Ja. Auf geht's, ab ins Bett. Ja. Und Jana, du hältst so lange die Stellung? Ja. Okay. Und auch wenn du irgendwie Hilfe oder Unterstützung brauchst, wend dich an die Frau Bergmann, sodass du da Hilfe bekommst, ja? Okay. Ja, Jana, du hast mein Kärtchen noch mit meiner Telefonnummer. Ja. Gut, also sobald irgendetwas ist, keine Angst, ruf mich an, bitte, ja? Okay. Ja, du darfst mich auch nachts anrufen, okay? Okay. Ja. Tschüss jetzt, oder? Ja. Tschüss. Also grundsätzlich ist Jana 14 Jahre alt, sie ist strafmündig, das heißt, sie bekommt eine Strafanzeige.
Und wie es damit weitergeht, kann ich wirklich nicht beantworten. Das wird der Richter beantworten, vielleicht auch die Jugendhilfe. Ich hoffe aber mal für Jana, dass das Ding eingestellt wird, die Anzeige. Denn der Hintergrund ihres Diebstahls, der erklärt sich für mich und das war ja nun aus ihrer Sicht eine gute Tat. Hört. 4022 fährt man in den Jugendpark. Eine Anruferin macht Angaben über einen Exhibitionisten. Keine weitere Personenbeschreibung bekannt. Ja, verstanden. Eine junge Frau erwartet die Beamten bereits. Sie wurde Opfer des Exhibitionisten und kann den Mann identifizieren. Polizeikommissare Paul Richter und Nadine Groß nehmen die Verfolgung auf. Die Jagd endet in einer öffentlichen sanitären Anlage. Kommst du mal raus? Da kommt er nicht mehr raus. Und na, Gott sei Dank. Warten Sie einmal vor der Tür, bitte. Holen Sie den doch da mal raus. Wir müssen Sie einsperren. Machen Sie die Tür auf! Lass mich in Ruhe! Machen Sie jetzt endlich die Tür auf! Ich mach die verdammte Tür nicht auf! Dann machst du die Tür auf. Oder wir lassen jemanden kommen, der die Tür aufmacht, so oder so. Wenn du jetzt nicht verschwindet, dann ertränke ich mich in der Toilette! Ja, viel Spaß! Ich steck den Kopf rein und lass es spülen! Ja. Ich schwör's euch! Ja. Wenn du den Kopf da überhaupt reinbekommst, jetzt raus! Drück drauf, mach vor die Tür auf, dass wir zugucken können. Machen jetzt die Tür auf, aber schleunig! Nicht auf! Natürlich! Nein! Doch! Wir kommen ja so oder so an Sie ran. Grundsätzlich ist zu sagen, dass solche Personen wie dieser Exhibitionist grundsätzlich eigentlich nicht Leute sind, die Widerstand leisten. Die haben keine Lust, gefasst zu werden, aber die haben eher ihre eigenen Probleme und versuchen dann irgendwie aus der Situation wieder rauszukommen. Aber Sie fassen mich nicht an. Ich fasse ihn nicht an. So. Oh, geht doch, oder? Was sind denn für Aktionen? Sie verstehen das nicht. Aber dann erklären Sie es uns. Dafür sind wir doch jetzt hier. Wir können doch nicht einfach die Hosen runterlassen und zeigen, wer sie sind. Das geht schon so, seit ich 15 bin. Ich muss das einfach machen. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Ja, ist jetzt gut. Junge Dame, jetzt weiß ich mir aber. Jetzt alle beide vor die Tür, aber sowas von. Ja, nein, wir sind hier die Opfer, ja, nicht ihr. Wir kommen aber so nicht weiter. Ja. Das bauscht sich immer weiter. Da kommt er da noch Hilfe. Nein, es bauscht sich immer weiter auf. Wir reden jetzt mit dem Herrn und dann reden wir mit Ihnen. Ja, bitte. Aber ich möchte ihn anzeigen. Auf jeden Fall. Das machen wir auch, aber alles gleich in Ruhe. Wir müssen es ja nicht überstrapazieren. Ich bin total fertig. Nein, nein. Wir müssen es aber nicht überstrapazieren. Lassen wir uns das in Ruhe regeln. Und dann machen wir dann die Anzeige im Nachhinein. Ich mach die jetzt. Okay, das wäre gut. Ja, verstehe ich schon. Das Problem ist ja, dass Sie sich damit sehr auffällig verhalten. Das ist da irgendwie, wird das ja nochmal Konsequenzen nach sich ziehen. Können Sie auch nachvollziehen, oder? Ich hab schon ein paar Mal deswegen meinen Job verloren. Echt? So schlimm schon, oder? Wir hätten die Möglichkeit, Ihnen da über die Behörde eine Person zukommen zu lassen, mit der Sie sich wirklich unterhalten können. Sehr verstörten Eindruck hat er auf mich gemacht. Er hat ja selber gesagt, dass er schon in psychiatrischer Behandlung war deswegen. Und er schien sehr hilflos in seiner Situation. Er machte auf mich den Eindruck, er wollte dagegen etwas unternehmen, schafft es aber nicht. Und da muss man mal weiterschauen, welche Möglichkeiten man ihm da offenlegt, damit er seine zwangsweise oder seine zwanghafte Sucht auch unterbinden kann. Das tut mir leid. Ja, das tut den Frauen da draußen wahrscheinlich auch leid. Aber wäre das Richtige? Nein, natürlich nicht. Gut, wir warten jetzt mal ab, was die Damen draußen sagen. Wie lange haben sie ein Problem schon? Schon seit so 15 Jahren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe einen ganz normalen Eindruck gemacht. Und dann fragt er nach dem Taschentuch. Und dann mache ich meine Tasche auf und dann gucke ich ihn wieder an und da steht ohne Hose.
Okay. Das ist ekelhaft, wissen Sie? Also, haben Sie noch nie einen nackten Mann gesehen? Aber es ist widerlich, sowas möchte ich doch hier nicht im Park sehen. Ich finde das unmöglich. Das ist ein Jugendpark, hier sind Kinder. Nein, ich kann Sie ja nachvollziehen. Wer weiß, was der als nächstes macht. Haben Ihnen auch einfach einen Ausweis? Sie haben das alles beobachtet auch? Ja, er hat halt, kam dann ja zu mir und hat das dann ja bei mir aufgemacht. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich fand es jetzt eher, ich musste mir das Lachen auch verkneifen, weil ich wusste gar nicht. Ich kann da nicht aber mehr drüber lachen. Aber ich finde das nicht so schlimm. Also ich möchte auch keine Anzeige jetzt erstellen. Ja, ich möchte das aber. Ja, ist ja schön. Ich fühle mich zutiefst beleidigt. Das ist widerlich. Die eine junge Dame, die das sehr gelassen entgegengenommen hat, kann ich auch nachvollziehen. Ich kann aber ebenso die andere Seite verstehen. Sie fand das recht schockierend auch. Und deshalb, da muss man immer sensibel darauf reagieren. Jeder fasst es halt anders auf. Während Paul Richter den Täter vernimmt, bekommt seine Kollegin Informationen aus der Leitstelle. Der Exhibitionist ist scheinbar kein unbeschriebenes Blatt. Paul! Höre. Wie schon erwartet, schon mehrfach in Erscheinung getreten bezüglich dieser Geschichten. Hat er mir schon erzählt. Alles klar. Geldstrafe, Bewährungsstrafe schon. Okay, aber nichts offen, ja? Nein, nichts offen. Ja. Sagst du? Sagst du? Ja. Anzeige ist erstattet. Personalien haben wir. Weitere Maßnahmen können wir erstmal vor Ort hier nicht durchführen. Gut. Wie gesagt, Sie sollten sich am Riemen reißen. Sie haben schon eine Bewährungsstrafe und wenn das noch weiter einreißt, dann sitzen Sie irgendwann im Shop. Nehmen Sie die Hilfsangebote an? Ja, mache ich. Okay. Ich mache das wirklich. Und jetzt gehen Sie schleunigst nach Hause. Am besten begleiten. Wo wohnen Sie? Ist das weit von hier? Nicht weit. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. So, Arthur, Sie kriegen jetzt gleichzeitig noch einen Platzverweis von mir. Sie haben sich hier nicht mehr blicken zu lassen, sich dem Ort hier auch nicht mehr zu nähern. Wenn Sie dem nicht nachkommen, werden Sie in Gewahrsam genommen. Haben Sie das verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Ja. Also. Für die betroffene Person geht das folgendermaßen weiter. Die Anzeigen werden geschrieben, werden erstattet. Im konkreten Fall haben wir von der Leitstelle keine Fahndungsausschreibungen gehört. Jedoch wurde uns mitgeteilt, dass dieser Mann wohl Bewährungsauflagen hätte. Die Situation ist aber dann die, wir können den jetzt ja nicht in Gewahrsam nehmen aufgrund irgendwelcher Sachen, die wir uns da aus den Fingern saugen. Also wird der Post bekommen von der Staatsanwaltschaft und die werden uns dann auch anschreiben, um diese Person wieder einzufangen bzw. mit dem Haftbefehl dem Richter vorzuführen.